Ja, die haben was sehr Prägnantes, die 70er Corvette. Ich bin auch mal, einmal hatte ich die Ehre, in einer 70er, ich weiß nicht mal welches Baujahr genau, Corvette mitzufahren. Und mit einem wie heißt das? Targa-Dach, ne? Also rechts und links konntest du das rausmachen. Das war auch mega geil. Auf jeden Fall, der Sound ist auch natürlich, ne? Aber da bin ich mehr ein Freund der, so ein bisschen der leicht moderneren Corvettes. Targa-Dach. Ja, sage ich ja. In so einer bin ich mal mitgefahren hatte. Als ich in den USA war, hatte das ein Mitschüler. Hatte so eine. Ja. Das war schon imposant. Auch die Beschleunigung auf jeden Fall Okay. krass. Ja, ich glaube, das ist auch ein Auto, was man nicht weggibt, oder? Wenn man nicht jetzt gerade finanzielle Probleme hat. Schon So, viel Archangel soll man besser. spielen, ne? Okay, mal sehen, welche nur zum Angeben und welche tatsächlich spielbar sind. Archangel. Archangel. Ne? Hab mich doch richtig erinnert. Sehr gut. Manchmal höre ich dir auch zu, Max. Spiel weiter. Wird gemacht. Johnny? Ja, Johnny. Harry? Nein, 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 nein. Nein, das muss ein verdammter Scherz sein. Das ist aber kein Scherz. Moment. Was sagte Okay. Silverhand mir zuletzt vor seinem Tod? Was weiß ich das denn wissen? Ach so, naja. Dass du Samurai verlassen und deinen eigenen Weg gehen sollst. Offensichtlich hatte ich recht, wie so oft. Scheiß Johnny Silverhand. Na Was Wind. zur Hölle? Ja. Ich meine, Außerdem sind wir ja Johnny. wie? Überraschung. So. Oh. Schon klar. Hast mich nicht erwartet. Können wir die Waffe Im haben? Zum Gegenteil. Sammeln? Auf den Moment habe ich 50 Jahre gewartet. Siehst anders aus. Silvertits. Wolltest mal was Neues probieren? Ja. Ah, so in der Art. Was ist mit dir? Scheiße. Johnny Silverhand. Oh Mann, ich brauche einen Drink. Na los, sag schon. Warum rennst du wie ein Klepto-Punk aus dem Afterlife rum? Ha? Ja, komm. Das ist wie. Du würdest sie mögen. Wir sind ja jetzt nett Johnny, zueinander. das erklärt gar nichts. Nette Bude. Hab noch nicht viel davon gehabt. Bin eingezogen, nachdem das vierte Album draußen war. Schreit nach Sellout, Carrie. Jetzt ist Fick die Frage, dich, was müssen wir machen, um Johnny. die zu kriegen? Fang gar Hat der nicht die erst denn an. nicht einfach hingelegt? Oder hat er die eingesteckt? Ich Und, dachte, er bei hätte sie welchem Label? hingelegt. Bei Arasaka. Wo sonst? Morgens nehme ich in ihrem Studio auf und abends schaut Juri oft zum gemeinsamen Kochen vorbei. Das sieht dir Aha. nicht so aus, Und auf bei keinen wem bist du Fall. wirklich unter Vertrag? MSM Records. Noch so ein Pfeiler der Gesellschaft. Komm, setz dich. Erzähl mal, wo du die ganze Zeit gesteckt hast. Ja, was soll ich dazu Das ist sagen? eine verdammt lange Geschichte. So ungefähr. Hauptsache tragisch. Ich hoffe, du hattest ein paar richtig elende Jahre. Denn wenn ich jetzt höre, du warst bei Nomaden, offene Straße, Wind im Haar, oder hast relaxed im Orbit gechillt und platzt jetzt rein, um mir mein Leben zu versauen, Nein. dann raste ich aus. Nein, Oh, sie wir wird dir das versauen Herz gar brechen. nichts.
Tag, weißt du noch? Das war das einzige Mal, dass Henry nüchtern und clean war. Ja, und er hat richtig scheiße gespielt. Danny war jedenfalls froh. Na, wen haben wir denn da? Alte Videos gucken, ne? Porträt? Ah. Wer ist das? Louis, meine Ex-Frau. Deine was? Wollte gerade sagen. Wie lange hat das gehalten? Zu lange. Ist doch gar nicht aber keine heterosexuell. Sorge. Hat sich für sie gelohnt. Hab ihr mein Haus in Tokio, die Autos, Kinder? Und die Kinder gegeben. Ja. Klingt so, als hätte sich's auch für dich gelohnt. Hm? Oh Mann. Da ist sie auch wieder traurig, ne? Wusste nie, was Danny an dem Typen fand. Ich meine, die Kleine war clever. Viel zu clever für die Typen, mit denen sie abhing. Naja, Danny stand halt auf Versager, die sich nicht mal selbst anziehen konnten. Henry war perfekt, dumm wie Brot und ständig high. Den konnte sie immer und immer wieder retten. Warum wollte sie mich nie retten? Weil sie sich hätte anstellen müssen. Na gut. Hast du noch Kontakt zur Gang? Nur Nance hat ihren Namen zu Bess Isis geändert. Arbeitet für N54 News. Mhm. Ich könnte Danny und Henry suchen, wenn du willst. Ja klar. Auf jeden Fall, immer her damit. Wir müssen die Band wieder zusammenbringen. Kleines Wiedersehen? Ja. Wir könnten zusammen jammen oder so. Ja. Du willst Samurai zurück auf die Bühne holen? Ja, yeah. Das kriegen wir schon hin, auf jeden Fall. Weiß nicht. Für einen Gig? In einem Schuppen, wo uns niemand erwartet? Ja. Ey, wir müssen Johnnys Outfit kriegen, auf jeden ich Fall das komplette. Ruf zu verlieren. Wir müssen ja zu Johnny werden. Also gut, machen wir's. Fuck, jawoll! Okay, ich schick dir gleich Nancys Nummer. Ich red mit Henry und Danny. Mhm, wenn ich nicht da bin. Klär's mit wie. Okay. Ja, kannst Kommt du mal... ihr beide klar? Ja, ja, mhm. Ich kann mich nicht umdrehen. Wie lieblich. Ja, ja. Na klar. Ach so, na, das weiß ich nicht. Das ist mir nicht aufgefallen. Vielleicht war da dann schon das rausgepatcht, als ich zu ihm gekommen bin. Das ist mir... Die Quest habe ich erst sehr spät gemacht. Mit Carrie. Aber es kann gut sein, dass das passiert ist, auf jeden Fall. Ich muss mich unbedingt umziehen. Ne? Unsere Kleidung okay? geht mir so auf den Keks. Nein. Ah, du musst wie sein. Ja. Johnny erwähnte, dass das passieren könnte. Ah. Habt ihr zwei euch amüsiert? Thomas, ich danke dir, dass du dabei warst. Wir sehen uns. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Tschüss. Bleib kurz sitzen. Erhol dich. Mach dir um nichts Sorgen. Was ist mit dieser Konzertnummer? Jetzt regnet es. Erst dann schon, jetzt regnet es. Es ist beides, oder? Also? Wenn du Samurai live sehen willst, dann ist das die einzige Chance. Ah, na dann los. Okay, ich werde Nancy anrufen. Oh yeah! Okay. Immer wenn ich mich wegdrehe, ist er weg. Gibt's ja wohl nicht. Na los, Nancy. Sag uns genau das Richtige. Nancy? Das ist nicht Bess? Nancy. Bess Isis? Nein, ihr unterbezahlter, überarbeiteter Assistent. Steven, N54. Wie kann ich helfen? Ich will mit Bess reden. Sie ist nicht da. Ja, komm. Ich rufe aus der Eurodyne-Residenz an. Toll.
Bess ist trotzdem nicht da. Die Karre ist geil. Sie hätte vor zwei Tagen zurück sein sollen. Ah, Mist. Sie ist zum Totentanz gegangen. Für eine Story über Maelstrom. Ruf nächste Woche wieder an. Oder sie Nachrichten. Wenn ihr was passiert, werde ich als erstes darüber berichten. Okay. Aber ein mieses Gefühl wie... Ich glaube, wir sollten auch zum Totentanz. Ja, das denke ich auch. Aber das Auto ist okay. Ist ganz nice. Ja, machen wir auf jeden Fall. Ich wollte mal gucken, können wir noch irgendwas Schönes herstellen? Ich wollte mich doch, eigentlich wollte ich mich doch die ganze Zeit umziehen. Irgendwas herstellen. Ich muss eigentlich noch ein paar Sachen herstellen, damit ich auf Level 20 Itemherstellung komme. Muss ich mal gucken, was ich da machen kann. Den Gig von Rogue? Ja, das können wir auch gerne machen. Leber und Blutwurst, das stimmt. Ah, habe ich schon lange nicht mehr gegessen. Leberwurst? Ja, Leberwurst vielleicht schon eher, aber Blutwurst schon sehr lange nicht mehr. Oh, ich könnte mal tote Oma machen. Das ist auch nochmal eine gute Idee. Ist das bei hier irgendwo, bei Aufträgen? Autowerkstatt. Auf der Karte. Ja, irgendwo in der Stadt kann er wirklich überall sein, ne? Das ist natürlich dann ein bisschen zu viel. Hier sind wir, müssen wir warten. Killing in the name. Paris. Hier gibt es noch andere schöne Sachen. Mit Judy, wir müssen uns mit Judy treffen. Hallo? Das ist das, was wir als erstes machen müssen. Ey, ganz klar. Ey, was denke ich mir denn überhaupt? Judy. Judy ist... können wir hier einsteigen? Was ist denn das für ein Fehler hier unten? Hier können wir nicht einsteigen. Judy ist hier auf Platz Nummer 1. Hallo? Hey. Na? Nee, Judy. Wir machen jetzt Judy. Auf jeden Fall Judy. Wer ist denn wichtiger als Judy? Aber okay, wir gucken mal auf die Karte. Wo soll das sein? Ist schon mal ein Auto. Was? Auto für 155.000. Das können wir uns nicht mehr leisten, obwohl wir so viel Geld ausgegeben haben. Dynamische Missionen. Ja gut, aber da haben wir ja mehrere. Das ist ja die Frage, die begibt dich zur Autowerkstatt. Zwielichtiger Alltag. Ja, ja. Pff, müssen wir alle machen. Ja, da müssen wir alle machen. Da müssen wir da wohin. Achso. Ich bin hier im falschen Auto. Ach doch, jetzt plötzlich zu Judy, ja? Max, du bist mir ja echt... Füllen an mit Judy. So, jetzt müssen wir nur noch mal kurz das richtige Fahrzeug rufen. Ich wollte gerade sagen, Judy ist einfach unheimlich wichtig. Die sollte bei uns wirklich auf ganz oben auf der Liste sein. Immerhin versuch mal, die perfekte Partnerin zu werden für Judy. Mit wenig Milch, nee, nichts da. Also ich trinke, wenn, dann trinke ich Kaffee mit viel Milch. bin ja der, also eigentlich so,
wie sagt man in Sachsen, ein Blümchen-Kaffeetrinker. Also ne, der Kaffee ist so dünn, dass dass man die Blumen schon mal am unteren, an der Tassenunterseite am Boden sieht. Wie nicht, ja. Wie trinkt aber übrigens auch keinen Kaffee, oder? Ist Wie Kaffeetrinkerin? Das ist ja eine gute Frage. Was ist ein... Trinkt sie Kaffee? Okay. Ja, aber vielleicht trinkt sie den ja nicht gerne, sondern Johnny trinkt halt gerne Kaffee. Und deshalb trinkt Vi den dann halt auch. Bin mir nicht so sicher, ob Vi an sich Kaffeetrinkerin ist. Vielleicht ist ja Vi auch eher so eine Energy-Drink. Energy-Drink-Trinkerin. Alter Falter, ey, dieses Auto, was da einfach so stand. Ne? Also wenn sie nur was trinkt, wenn Johnny es anbietet. Was will Pan Am jetzt dann? Weh, danke nochmal. Das klang jetzt irgendwie voll ab und du weißt schon, was ich meine. Ist schon okay, ich hab's verstanden, wie läuft's im Zoll. Wie sieht's mit dem Panzer aus? Ja, Mist, jetzt hab ich's weggemacht. Mitch, Bob und bauen immer noch Einzelteile zusammen, aber sie scheinen ihren Spaß zu haben. Cassidy unterstützt sie seelisch und moralisch, melde mich dann bald wieder. Juhu, bis denn. Ja, Penne muss ich hier überall mit reinschieben, ne? Star-Lord, ich danke dir nochmal. Vielen Dank, dass du dabei bist. Vielen Dank für dein Follow und wir sehen uns nächstes Mal. Wir streamen montags und donnerstags ab 20.30 Uhr und montags spielen wir aktuell immer Cyberpunk. Also wenn du Cyberpunk sehen willst, dann gerne immer montags ab 20.30 Uhr. Nacht. Wie es mit Soul geht. Ja, da konnte ich ja nicht. Und da ist sie dann nur. Ist sie dann nur. Warte mal. Was war NCPD? Was ist da los? Donnerstag, diesen Donnerstag bastel ich ein bisschen am Gameboy rum. Da machen wir ein bisschen Bastelstream. Da will ich aus dem alten Original Gameboy einen Controller machen, mit Hilfe von Arduino und so. Und das ist ein bisschen Variety Donnerstags jetzt so. Und nächsten Donnerstag danach, also nicht diesen, also bastel ich am Gameboy rum. Nächsten Donnerstag machen wir ein bisschen CAT mit Fusion 360, ein paar Teile dafür konstruieren, die wir dann noch brauchen, die ich mir dann 3D drucken lasse. Ich habe leider selber keinen 3D-Drucker, aber ja. Das ist Donnerstag geplant. Ja, sehr gerne. Bist immer herzlich willkommen. Schau gerne vorbei. Was haben wir denn hier für eine Waffe? Genau. Bist immer herzlich willkommen. Das ist einfach so ein Messer. Ein gewöhnliches Messer, was mehr Schaden verursacht. Genau, da basteln wir also ein bisschen rum, löten rum und sowas alles und programmieren ein bisschen. Also denn, ich danke dir, wir sehen uns. Ciao. Ups, bin ich einfach durch den durchgelaufen. 1, 2 und jetzt können wir es wieder einsetzen. Also die 2 Sekunden sind wirklich geil. Ey, das Schwert müssen wir jetzt ordentlich upgraden, ja, definitiv. Das kommt jetzt als nächstes dran, ja. Jip. Euro-Dollar, 4000, nice.